Schalömmchen und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play in Assetto Corsa in der Version 1.16.3. Im heutigen Mini-Let's Play möchte ich euch mitnehmen auf eine Spazierfahrt im Alfa Romeo 33 Stradale auf dem Feldbergring. Eigentlich hatte ich vor, so eine richtig große Mod-Vorstellung zu machen, mit allem drum und dran, vielen Informationen und einer guten Vorbereitung. Allerdings war meine Tochter gestern im Krankenhaus. Keine Angst, ihr geht's wieder besser. Mein Sohn hat morgen Geburtstag und die Ereignisse überschlagen sich einfach hier im Hause McKinley. Deswegen möchte ich euch jetzt heute Abend um 23 Uhr einfach mal mitnehmen auf ein paar Ründchen hier auf dem Feldbergring, ohne große Vorbereitung. Aber ich möchte euch einfach diese Strecke zeigen und euch mitnehmen, weil, ja, meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um die beste Strecke, die geilste Strecke, die es für Assetto Corsa gibt. Die Nordschleife, gemoddet von Eddie Evergreen, kann hier nicht mithalten. Ich finde es einfach so unglaublich, was dieser Modder, Fat Alfie heißt der, was der gemacht hat. Hier gibt es so viele wunderbare Details und der Streckenverlauf, gut, die Strecke, die gibt es in Wirklichkeit und gab es in Wirklichkeit irgendwann in den 50er Jahren. Der Streckenverlauf ist einfach so geil. Es macht unheimlich viel Spaß, mit egal was auf dieser Strecke zu fahren. Und das Geilste ist, die Strecke ist absolut kostenlos. Geht auf Race Department, unten findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Ladet euch die Strecke runter, probiert's aus, ihr werdet hier mit jedem Fahrzeug Spaß haben. Mein Sohn und ich sind hier vorher noch mit dem Ferrari F1 2004 gefahren, haben die ganzen Gegner, die ich hier auch geladen habe, überholt. Die stehen nur auf so, weiß ich, 80% Stärke und 60% Aggressivität. Das sind also mehr so Pylon-Gegner, obwohl da auch ein paar schnelle dabei sind. Einfach von der Leistung her, ich wollte gut durchmischen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ihr seht es auch schon hier, wenn wir hier stehen, die Heuballen, der Zaun, diese Anzeigetafel hier aus Holz, wo auch ein Männchen dabei steht. Das heißt, da wurden früher irgendwie die Rundenzeiten per Hand hingeschrieben oder mit so Holztafeln hingehängt oder so. Nee, nicht Holztafeln, wahrscheinlich irgendwelche Schieferplatten oder irgendwas, was man halt gut beschriften konnte. Die Zuschauertribünen sind so auf alt gemacht. Hier stehen überall an der Strecke, ich fahre hier mal mit der Maus hin, so kleine Holzhütten. Manchmal sind die auch bedruckt, also da sind irgendwelche Poster drauf. Das habe ich in meinem letzten Video, das unkommentiert war, habe ich das am Schluss noch gezeigt, so eine Hütte mit den beiden Postern. Es ist unglaublich. Eine Sache, ich wollte es eigentlich nicht tun. Ich wollte auch nicht hier über die Strecke fliegen, weil das wollte ich wirklich in dieser großen Mod-Vorstellung machen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich kommt es dazu gar nicht mehr. Aufgrund mangelnder Zeit für Vorbereitung, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Wie geil, ein Lagerfeuer, welches animiert ist mit Rauch, der sich noch bewegt. Ja, mir geht das Herz auf. Ihr kennt mich, oder die, die mich nicht kennen, ich stehe auf sowas. Ich finde es unfassbar geil. Wir fahren gleich durch ein kleines Dörfchen durch, dessen Namen ich nicht weiß. Da haben wir Schornsteine, aus denen Rauch rauskommt. Es ist einfach nur geil, hier entlang zu fahren. Hier sind sogar so kleine Marbles drauf und der Miura, der heizt hier ganz schön rum. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich hier im Alpha zurückgucken muss. Der hat nämlich keine Seitenspiegel. Absolut geiles Gefährt. Ich weiß gar nicht, warum ich den noch nicht gefahren bin mit euch. Der hört sich so legendär geil an. Also man hört eigentlich alles, was das Fahrzeug macht, hört man. Ja, ihr seht hier die Werbetafeln. Ach, BP. Gut, man muss jetzt nicht auf BP stehen oder gerade auf so Ölkonzerne. Tut aber hier nichts zur Sache. Jetzt war ich hier übers Kopfsteinpflaster und mein Lenkrad ruckelt wie verrückt. Ach, saugeil. Ihr werdet jetzt vielleicht auch ein paar Ruckler sehen im Video. Das liegt einfach an meinem Computer. Ich habe die Ruckler jetzt auch gerade auf der Nordschleife in Assetto Corsa und auf dem Red Bull Ring. Also keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe nichts verändert. Es ruckelt jetzt einfach. Ja, und es ist so gut, hier entlang zu fahren. Einfach so unglaublich entspannend auch. Es wirkt einfach sehr realistisch. Ich meine, klar, ich sitze mal wieder vor einem Bildschirm, an einem IKEA-Schreibtisch, in einem Bürostuhl. Aber, ah, geil. Es ist einfach unglaublich malerisch. Wegen sowas hier bin ich überhaupt zum Simracing gekommen oder wegen solcher Dinge spiele ich das noch oder mache ich das noch. Das ist einfach ein geiles Hobby. Könnte man auch sagen, geiler Scheiß.
hier diese wie so Hochstühle von einem Förster, wo der Kameramann draufsteht, dann wieder so ein kleines Hütchen hier wieder. Ach, geil. Und es wurde alles sehr liebevoll gestaltet. Wir sehen hier auch Laub übrigens am Wegesrand liegen. Die Hütten oder die Biergärten, die haben, also ich bin gerade eben so mal an so einem Gasthaus vorbeigefahren, da steht drauf, wie das Gasthaus heißt, und da gibt es noch andere Informationen zu den Rennen hier. Ach, keine Ahnung. Der Typ hat an alles gedacht, der Fat Alfie. Die Zäune sind bemoost. Oh, jetzt bin ich hier zu schnell. Oh. Wir haben hier übrigens im Alfa Romeo 33 Stradale 230 PS, da habe ich vorhin noch geguckt. Ich weiß aber nicht, wie schwer wir sind. Lässt sich unglaublich einfach fahren. Also es fordert mich jetzt nicht heraus, so zu fahren, wie ich gerade fahre. Ich bin jetzt aber noch nicht am Limit unterwegs auch. Na, was machst du? Übrigens gibt es die Farbe nicht. Die habe ich vorher wieder selber gepinselt im Content Manager. Jetzt habe ich mich hier verschaltet, beziehungsweise bin an die Schaltkulisse rangekommen. Oh oh. Das reicht noch. Der Miura ist übrigens auch ein absolut geiles Gefährt. Der hier vor uns fährt. Hat so ungefähr dasselbe Tempo. Also wenn die KI auf 100 stehen würde, würde uns der wahrscheinlich davonfahren. Hat 100 PS mehr, oder? Ja, ein bisschen mehr vielleicht sogar noch. Ah, da hätte ich gar nicht so vorsichtig sein müssen. Ja, und dieser Streckenverlauf mit den Highspeed-Passagen, dann wieder so ganz langsame Abschnitte. Fantastisch einfach. Also gut, für den Verlauf kann der Fat Alfie nichts, der Modder. Der hat den, denke ich, recht akkurat ins Spiel übertragen. Aber diese... Oh nein, 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 nein. Ach, geht noch. Musste ich hier zurück in den ersten Gang, wie peinlich. Und dann wäre mir beinahe abgestorben. Gut, dass es in Assetto Corsa nicht geht. Ja, der Modder hat sich unglaublich viel Mühe gegeben einfach. Also er hat auch geschrieben, er saß Ewigkeiten dran, weil er das einfach perfekt machen wollte. Hier ist übrigens links die Hütte vom letzten Video mit dem Porsche 911 Carrera RSR, wo ich einfach noch den Screenshot angehängt habe mit den beiden Postern, habe ich vorher gesagt. Könnt ihr euch ja mal angucken, da bin ich im Nebel gefahren. Sieht hier auch richtig gut aus. Ui, jetzt hätte ich ihn beinahe verloren. Geht, 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 geht. Hier kann man großzügig abkürzen und dann einfach voll auf dem Gas bleiben. Hier, und dann sieht man sogar das Lagerfeuer hier lodern. Unglaublich. Ah, geil. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben für eine Runde hier im Alfa Romeo. Aber es juckt auch gar nicht. Wenn es 10 Stunden dauern würde, okay gut, dann würde ich Probleme mit meiner Familie bekommen. Aber sagen wir, wenn jetzt eine Runde 20 Minuten dauern würde, dann wäre das kein Problem. Ich würde sie trotzdem wahnsinnig gern fahren. Man kann hier nicht genug bekommen, meines Erachtens. Hier gibt es auch rechts, wenn man in die Einöde reinfliegt, gibt es noch so einen kleinen Teich. Also ich glaube hier in die Richtung, wird auch noch ein bisschen später sein. So ganz gut kenne ich mich hier noch nicht aus. Na, ich glaube hier runter. Egal, auf jeden Fall kleiner Teich mit einem Mühlrad. Ich weiß nicht, ob man es beim Fahren sehen könnte, je nachdem wie langsam man fährt. Da, doch, man sieht sogar. Hier geradeaus war es gerade. Ah, geil. Ja. Also hat er hinzugefügt, der Fat Alfie, damit man es auch beim Fahren sehen kann. Ah, ihr merkt sich, ich rede mich so ein bisschen in Euphorie hinein. Ich finde einfach hier alles geil an dieser Strecke. Es gibt nichts, wo ich sage, oh nee, das hätte noch so und so sein können. Gut, ich bin jetzt auch nicht so der Kritiker. Ich bin eigentlich immer sehr glücklich mit allem, was so für die Rennspiele gemacht wird. Weil die Leute, die hocken sich ja nicht hin und machen irgendeinen Blödsinn. Die machen sich ja auch Gedanken und wollen irgendwas
Fettes auf die Beine stellen. Außer die, die einfach irgendwelche Fahrzeuge aus anderen Spielen nehmen und sie konvertieren und dann sagen, hier saß ich 5 Jahre lang dran. Ist dann aber eine andere Geschichte. So ein bisschen einsam gerade. Ach, da kommt der kleine Alfa Romeo. Nee, ist gar kein Alfa Romeo, das ist ein Abarth, gell? 595. Der hat auch einen geilen Sound für so eine kleine Kiste. Und ich finde, was man auch sagen muss, dieser Wald wirkt unglaublich bewaldet. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten, im ersten Moment doof, was ich hier sage, aber was ich damit meine, ist Folgendes. Es sieht so aus, als ob der Wald unglaublich tief hineingehen würde oder als ob da noch ganz viel Wald kommen würde. Tut's aber gar nicht. Der Fat Alfie hat die Bäume so geschickt platziert, dass man den Eindruck hat, der Wald geht noch viel, viel weiter. Aber er hat auch nur so viele Bäume wie nötig gepflanzt, in Anführungszeichen, damit die Performance nicht leidet. Also ich kann hier auf meinem System, kann ich die Strecke jetzt gut spielen mit 18 KI-Gegner sind es, glaube ich, jetzt. Und da sind ein paar Mods dabei. Hier der Honda, der ist auch ein bisschen heavier. Boah, ich habe gewusst, dass du reinziehst. Die KI fährt hier natürlich Ideallinie. Die weiß ja nicht, dass es sich hier um Track Day handelt. So, nicht so vorsichtig, habe ich vorher gesagt. Genau, ah, da kann man schön zum Scheitel reinziehen, würde noch schneller gehen. Unglaublich geil. Hier auch eine geile Passage mit dem Hang. Ah, schön, schön, schön. Einfach geil. Oh, oh. Nee, gepasst. Ich dachte, ich hätte noch mehr lupfen müssen. Nein, 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 ich bin so doof. Das ist, ich verwechsel die immer. Das hier ist die letzte Linkskurve, bevor es eigentlich nur noch Vollgas geht. Ja, kommt aufs Fahrzeug drauf an. Oder? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Blödsinn erzählt. Jetzt kommt das Metzeler-Schild hier, die Werbung. Genau, und dann kommt das Bosch. Passt eigentlich, genau. Ja, also doch kein Blödsinn geredet. Ab hier geht dann alles Vollgas. Ja, muss ich mir einfach besser merken. Ich habe einen Schaden übrigens deaktiviert, weil die KI... Die macht hier bei so einem Track Day, im Content Manager habe ich das einfach eingestellt, Track Day, das geht, macht die KI, ja, Probleme, die boxen sich oft oder fahren irgendwo dagegen, kommen dann nicht weiter und deswegen habe ich einfach den Schaden ausgestellt, damit die irgendwo dagegen fahren können, ohne dass man verbeulte Autos hier auf der Strecke hat. Weiß nicht. Ich wollte ja eigentlich so ein Mini-Let's Play machen, aber meine Mini-Let's Plays werden doch eigentlich immer länger. Aber Mini hat nichts mit der Länge zu tun. Bei Mini geht es nur darum, dass ich nichts vorbereite. Aber das wissen alle, die häufiger reingucken. Das war jetzt nicht ganz schlecht genommen. Ein bisschen mehr geht noch vom Schwung. Boah, und wer so ein Direct Drive Wheel hat, der hat hier, glaube ich, enorme Ruckler, die er dann spürt auf dem Kopfsteinpflaster. Ich habe meinen G27 jetzt auf 93% stehen in Assetto Corsa und im Profiler auf 107%. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich habe bekommen ab und zu Clipping, also wenn ich dieses Clipometer da einstelle, bei der Pedal-App sieht man ganz rechts so einen Balken. Wenn der rot aufflackert, dann heißt es, dass keine Signale mehr ans Lenkrad übermittelt werden können, beziehungsweise dass das Lenkrad die nicht darstellen kann. Werden einfach verschluckt. Das Lenkrad kommt nicht damit zurecht, was das Spiel eigentlich noch so übermitteln möchte. Also so habe ich es zumindest verstanden. Und das ist okay, wenn es so ein bisschen klippt. Sollte natürlich nicht die ganze Zeit rot aufflackern. Ja, und ich hatte meinen Force Feedback immer, ja genau, lass mal den mal vorbei. Mein Force Feedback immer auf 80%, das war ganz gut, da hat es nie geklippt, also ist nie rot geworden, aber komm schon. Jetzt aber, oder? Jo.
Dann habe ich gelesen, dass so ein leichtes Clipping okay ist. Und dann dachte ich mir, ja okay, dann kann ich Source Feedback auch ein bisschen strammer einstellen, dass ich auch hier ein bisschen was für die Arme mache. Als kleine Ausrede für die Frau. Ich trainiere nur. Ich gehe hoch. Ich gehe ein bisschen trainieren. Armtraining par excellence in Assetto Corsa. Ja, und seht ihr das? Oh nein. Ja, seht ihr das, wie ich einfach gegen den Zaun fahre? Nee, seht ihr das am Zaun mit dem Gras? Ist auch so geil, dass einfach unter dem Zaun das Gras so rauswächst, weiter zur Strecke hin. Ich bin jemand, der guckt sich das an, der guckt dahin und denkt sich, boah, sieht das geil aus. Viele von euch denken sich wahrscheinlich, warum? Juckt doch nicht. Egal. Mich juckt es. Ich finde auch diese kleinen Gänseblümchen oder was das sind, oder vom Löwenzahn. Oh, oh. Was ist hier vorne los? Halli Drecksau Party. Da mache ich doch mit. Der Honda ist auch so geil. Das ist so die Racing-Version. Die hat, glaube ich, 100 PS. Ja, 100. Ihr habt richtig gehört. 100 verdammte PS. Geht. Hohoho, geil. Schön. Ja, und in dem Porsche bin ich gefahren. Auch einfach ein saugeiles Gerät. Aber da finde ich den Automobilista, die Mod, noch besser. Vom Sound her. Da kann Kunas nicht mithalten. Vielleicht denke ich jetzt mal daran, mehr zu bremsen, wenn jetzt der Porsche vor uns fährt. Boah. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Wie gesagt, Schaden ist zwar aus, aber man will ja hier nicht... Ich will ja trotzdem nicht anboxen. Und der müsste doch eigentlich auch 100 PS mehr haben als wir. Aber ja gut, die KI-Stärke ist ja dementsprechend schwach eingestellt, dass der hier häufiger mal vom Gas geht, der Kollege. Ach, schön. Wie viele Runden sollen wir noch fahren? 20, 30? Habt ihr Bock? Ja, hier wieder Macht der Gewohnheit. Ich wollte jetzt links in den Seitenspiegel gucken. Gibt's halt nicht. Oh, das war zu eng. Ich lupfe jetzt nicht. Sie wird nicht gelupft. Wow. Da schwimmt er. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Wir machen es jetzt so. Ich schnapp mir noch ein anderes Auto und dann treffen wir uns wieder, würde ich sagen, oder? Vielleicht mache ich dann daraus auch ein anderes Video. Ah, nicht angeeckt. Alles gut. Und jetzt scheppere ich gegen den Zaun. Ich wollte euch nur die Leute hier zeigen. Den mit dem Fernglas. Und der andere hat einen Luftballon über dem Kopf. Einen Heißluftballon. Moment, ich muss hier mal noch weg. So, gehen wir hier an den Rand. Nee, natürlich wollte ich euch die Leute nicht zeigen. Ich habe es einfach vermasselt. Nee, ich würde es so machen. Ich beende dieses Video hier. Mache einen Schnitt. Also mach keinen Schnitt, sagt Tschüssikowski. Lasst euch lieber noch was aus der Wiederholung da. Und dann mache ich jetzt gleich noch ein anderes Video mit einem anderen Auto. Das könnte ich machen. Jetzt ist es noch nicht so spät. So machen wir es. Also bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Je nachdem, wie du Bock hast, dabei zu sein. Ciao. Auf Wiedersehen.
Achtung, eine Durchsage, die kleine Sophie sucht ihre Eltern. Achtung, eine Durchsage, die kleine Sophie sucht ihre Eltern. Die Eltern können ihre Tochter bei der Rennleitung abholen. Vielen Dank.